Ja, ich darf alle recht herzlich begrüßen heute Abend zum monatlichen Zoom-Meeting bei Comken. Wir freuen uns, dass wir wieder in der Reihe unserer Software-Vorstellungen den David Straub gewinnen konnten, ein Experte und Kenner der Online-Genealogie-Software Gramps Web. Und wir sind gespannt, was er uns alles zu erzählen hat. Und diejenigen, die Gramps schon einsetzen, sind sicher interessiert, was alles möglich Neues, was Neues gibt. Und diejenigen, die vielleicht mit einer anderen Software arbeiten, sollten mal genau hingucken, zuhören und sehen, was sich da auf dem Softwaresektor so alles tut. Ja, lieber David, du hast das Wort. Vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier ein bisschen was über Gramps Web erzählen darf, was ein großes Hobby von mir ist und natürlich auch von mein anderes großes Hobby, die Ahnenforschung, gleichzeitig ein nützliches Werkzeug. Also der Plan für meinen Vortrag ist, dass ich jetzt ein paar Folien zeige, um ein bisschen den Hintergrund zu beleuchten, die Motivation und wie das Ganze auch zusammenhängt mit Gramps, das Desktop-Programm, das vielleicht viel mehr ein Begriff ist. Und dann möchte ich den Hauptteil vom Vortrag eigentlich eine Prä Demo machen, also zeigen, welche Funktionen das Programm hat. Kurz vielleicht noch zu meiner Person. Ich heiße David, ich wohne in München, ich komme aber ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, wie man vielleicht auch schon ein bisschen hört. Ich beschäftige mich schon relativ lang, eigentlich schon seit der Schulzeit, mit Ahnenforschung. Immer so in Wellen habe ich mich mal wieder mehr, mal wieder weniger damit beschäftigt. Und aber eigentlich jetzt erst in den letzten ja, 4, 5 Jahren, wo ich auch beruflich eben viel mit Softwareentwicklung und Datenanalyse zu tun habe, angefangen, selber Software zu entwickeln und eben als Open Source mit anderen zu teilen. Und ja, das wichtigste Produkt, das dabei entstanden ist, ist Gramps Web. Man kann sagen, ich bin der Initiator von Gramps Web. Ich habe das damals angestoßen. Ich bin aber nicht der einzige Entwickler, Gott sei Dank, und es werden jetzt immer mehr, die sich daran beteiligen. Und das ist auch der Sinn von einem Open Source Projekt. Ja, erstmal kurz zu Gramps. Ich denke, Gramps werden die meisten kennen. Es ist ursprünglich ein Linux-Genealogieprogramm gewesen für den Desktop, ist aber mittlerweile eben plattformübergreifend, läuft auch wunderbar auf Windows, läuft auf dem Mac und ist tatsächlich schon über 20 Jahre alt und ist natürlich dadurch, dass es Open Source ist, vollständig kostenlos. Und nicht nur das, sondern es verwendet eben auch vollständig offene Datenformate, was mir persönlich eben sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, selbst wenn dieses Programm irgendwann mal aufhören sollte zu existieren, kann man sich sicher sein, dass man auch in vielen Jahren oder Jahrzehnten noch auf seine Daten zugreifen kann. Es ist auch sehr international, wie man hier sieht. Es ist auch komplett natürlich auf Deutsch übersetzt, aber auch in 40 andere Sprachen. Und selber nutze ich das Programm auch schon, ich glaube, seit 15 Jahren mindestens und bin recht begeistert davon. Und die Frage ist dann natürlich, warum habe ich dann etwas Neues entwickelt? Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich investiere so viel Zeit in das Hobby, also das Hobby der Ahnenforschung, trage Quellen zusammen, baue Ahnenbäume und so weiter und so fort. Aber ich kann es nicht wirklich teilen. Klar ist dann mal wieder ein Familienfest, wo man eine Ahnentafel ausdruckt oder irgendeine Geschichte zusammenstellt vielleicht. Aber das sind einfach immer nur Schnappschüsse. Und die komplette Sammlung der Forschungsergebnisse, auch mit ihren ganzen Verknüpfungen zu den Quellen, dass sie andere auch nachvollziehen können oder vielleicht auch sogar mitarbeiten können, das ist eben sehr schwierig zu teilen. Und wenn man das Ganze jetzt schon weiterdenkt, die Frage ist auch, wenn man vielleicht irgendwann mal sich nicht mehr mit dem Hobby beschäftigen kann oder will, wie übergibt man das an jemand anderen? Das heißt, wie kann man das Ganze in ein Format bringen, in dem eben nahtlos jemand anderes daran weiterarbeiten kann? Und dann ist eben die Idee entstanden, Gramps zu nehmen und das Ganze ins Internet zu transportieren, sodass man es für andere freigeben kann in seiner Komplettheit und eben nicht nur als exportierter Bericht. Und das hat eben den ganz wichtigen Nebeneffekt auch, dass man auch gemeinsam direkt an dem Genealogiesystem
arbeiten kann, wenn man es denn will. Natürlich will man nicht jedem Bearbeitungszugriff auf seine Datenbank geben. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es eben ein Berechtigungssystem gibt. Ein weiterer Grund, warum ich damals dachte, es wäre doch super, Grumps als Internetversion zu haben, ist, dass man es eben dann auch unterwegs verwenden kann. Wenn man jetzt mal irgendwo in einem Archiv ist oder man ist vielleicht, macht vielleicht irgendwo einen Ausflug hin und ist in irgendeinem Ort, wo frühe Vorfahren gewohnt haben und macht Fotos, hat man vielleicht nicht sein Laptop dabei, hat man vielleicht nicht sein Genealogieprogramm dabei, aber ein Handy oder ein Tablet mit Internetzugang hat man eigentlich heutzutage immer dabei. Das waren also so die Grundideen. Und dann gingen halt die Überlegungen los, wie man sowas realisieren könnte. Und da kam mir jetzt zugute, dass eigentlich zufälligerweise, kann man sagen, Grumps, obwohl es schon über 20 Jahre alt ist, so aufgebaut ist von seiner Struktur her und auch von seiner Programmiersprache und allem, dass es eigentlich wunderbar geeignet ist, um als Unterbau von einer Web-Applikation zu dienen. Also die Diagramme sind jetzt vielleicht eher für Informatiker interessant, aber den Punkt, den ich hier machen will, ist, dass eben das Desktop-Programm Grumps aus den gleichen Komponenten besteht, also eine Datenbank, eine Medienverwaltung und eine Python-Bibliothek, über die dann eine Oberfläche drüber gelegt ist. Und aus denselben Komponenten besteht aber auch Grumps Web, also die Webversion, die ich damals initiiert habe. Die gleiche Datenbankverwaltung, die gleiche Medienverwaltung, die gleiche genealogische Programmbibliothek. Das Einzige, was dann eben in der Webversion noch dazukommt, ist eine Benutzerverwaltung, was eben im Desktop-Programm nicht nötig ist, aber für eine Internetversion unerlässlich. Und dann eben eine Serverkomponente und eine Browser-Oberfläche. Und der große Vorteil von dieser Architektur ist eben, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Die ganzen genealogischen Funktionen, also zum Beispiel Datumsberechnungen in verschiedenen Kalendern, Verwandtschaftsberechnungen, aber auch Import und Export, zum Beispiel von GEDCOM-Dateien oder anderen Dateien, Berichtserstellung in PDF, Bildbearbeitung und so weiter und so fort. All das konnte ich direkt aus Grumps verwenden und musste ich nicht neu implementieren. Und deswegen war Grumps Web eben schon von Anfang an, sage ich jetzt mal, ungewöhnlich funktionenreich für so ein neues Programm und ist auch relativ stabil, dadurch, dass viele von den Funktionen, die dort verwendet werden, eben schon Jahrzehnte getestet sind. Die Leitideen, die dann bei der Entwicklung von Grumps Web immer schon von vornherein feststanden, Punkt 1, es sollte ein Open-Source-Programm sein, genauso wie Grumps Desktop auch. Das heißt, komplett offen, auch in der Entwicklung offen, offen für Beiträge von jedem, der beitragen will, freie Dateiformate und dadurch natürlich auch kostenlos. Zweite Leitidee war, dass es eben keine einfache Genealogie-Webseite oder Online-Stammbaum sein sollte. Das konnte man mit Grumps schon immer erstellen. Man konnte mit Grumps schon immer Internetseiten exportieren, dann die auf einen Server hochladen und die dann im Internet freigeben. Das ist aber insofern keine vollständige genealogische Datenbank, weil man es zum Beispiel nicht von dort bearbeiten kann. Oder teilweise eben nicht alle Informationen angezeigt werden. Es hat natürlich auch was mit Datenschutz zu tun. Wenn was offen im Internet steht, kann man natürlich viele von seinen Quellen und Medien nicht mit freigeben, weil man überhaupt nicht das Urheberrecht hat, frei im Internet zugänglich zu machen. Und der Ansatz, den ich hier gewählt habe, ist eben ein anderer. Man hat die vollständige Datenbank mit allen Quellen und Medien, aber man gibt es nicht im öffentlichen Internet frei, sondern es ist grundsätzlich in Grumps Web immer ein beschränkter Zugang. Also man muss immer die Personen auswählen, denen man Zugriff geben will. Weitere Leitidee war, dass jederzeit einfach möglich sein muss, alle Daten zu importieren und wieder zu exportieren. Also zum Beispiel, wenn man bei kommerziellen Online-Genealogieanbietern schaut, ist es manchmal ziemlich schwierig, die Daten, die man dort drin hat, rauszukriegen. Also wenn man sich entscheidet, man will das jetzt nicht mehr benutzen, dann kriegt man das manchmal gar nicht raus. Und bei Grumps Web soll das eben immer jederzeit einfach möglich sein. Was mir auch wichtig war, muss man jetzt nicht, aber ich persönlich habe immer gern auch ein Desktop-Programm. Ich mag Grumps Desktop sehr. Deswegen sollte es immer auch eine Synchronisationsmöglichkeit zwischen der Web-App und dem Desktop geben.
Und es sollte auch natürlich, damit man es unterwegs verwenden kann, auf Mobilgeräten funktionieren. Noch ein Wort zur Beliebtheit von Grams Web. Es gibt es ja erst seit Jahr 2020, Anfang 2021. Die Grafik hier zeigt die Anzahl der Sterne auf GitHub. Also GitHub ist die Internetseite, wo der Quelltext von Grams Web bearbeitet wird. Und da hat man eben die Möglichkeit, auf den Stern zu klicken, wenn einem ein Projekt besonders gut gefällt. Wir haben mittlerweile über 300 Sterne. Das freut uns sehr. Und hier vergleiche ich das nur mit der Anzahl von Sternen von anderen tollen Open Source Genealogie-Projekten, nur um den Punkt zu machen, dass eben Grams Web zwar sehr jung ist, aber eben in den letzten, gerade im letzten Jahr, letzten 12 Monaten, würde ich mal sagen, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das freut uns natürlich als Grams-Projekt sehr. Also Grams Web ist hier diese rote Linie. Wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und auch mehr Leute, die dazu beitragen. Auch sehr viele Leute, die zum Beispiel beim Übersetzen helfen. Das ist wirklich toll. Das heißt natürlich nicht, das sagt natürlich nicht unbedingt nur was über die Qualität über das Programm aus, aber ist zumindest ein schöner Hinweis für uns. Gut, noch kurzer Hinweis und Zusammenhang zwischen Grams Web und CompGen. Ein Zusammenhang ist natürlich, dass ich als Initiator Mitglied im CompGen bin. Ich habe auch vor 2 Jahren schon, als es noch ziemlich unbekannt war, einen Artikel geschrieben in der Computergenealogie. Seither hat sich natürlich sehr viel getan. Was auch ganz wichtig für das Grams Web Projekt ist, ist natürlich die Grams L-Liste von CompGen. Das ist im Prinzip das deutsche Nutzerforum. Offizielle deutsche Nutzerforum sowohl von Grams Desktop als auch Grams Web. Und für die Zukunft gibt es viele Ideen. Also es gibt natürlich viele tolle Online-Dienste von CompGen, zum Beispiel das genealogische Ortsverzeichnis. Generell gibt es da viele Möglichkeiten. Und wenn jemand eine konkrete Idee hat oder vielleicht sogar zusammenarbeiten will, etwas zu verknüpfen mit Grams Web, hätte ich natürlich offene Ohren. Jetzt würde ich gerne mit der Demo beginnen und einfach mal durch die Grundfunktionen von Grams Web durchgehen. Ich habe hier mehrere Fenster offen. Das ist jetzt eine Beispieldatenbank mit ja, größtenteils unsinnigen Daten, aber aus Datenschutzgründen ist das ganz praktisch. Genau, das ist also die Hauptansicht, wenn ich in Grams Web reingehe. Die Hauptperson, die ist deshalb wichtig, weil es bei den Stammbäumen, bei Ahnentafeln, Nachkommentafeln immer eben die Person ist, die vorausgewählt ist. Die kann man auch jederzeit ändern. Hier, wenn ich hier draufklicke, komme ich zu den Benutzereinstellungen, wo ich auch gleich mal zeigen kann, wie man die Sprache ändert. Grams Web ist ebenso wie Grams Desktop in 40 Sprachen übersetzt, was auch dadurch sehr viel einfacher ist, dass eben die kompletten Übersetzungen von Grams Desktop mitverwendet werden können. Also ich kann hier jederzeit eine andere Sprache einstellen und es wird dann instantan übersetzt. Wir bleiben aber jetzt mal beim Deutschen. Zum Blog will ich später noch was sagen. Hier sehe ich erstmal die Statistiken, die kennt man auch schon aus Grams Desktop, einfach die Anzahl der Objekte in der Datenbank. Hier die Jahrestage, das ist quasi alles, was am 11. Juli in der Datenbank jemals passiert ist. Das ist für mich immer so der Grund, dass ich jeden Tag einmal Grams Web aufmache, auch wenn ich weiß, dass es nichts Neues gibt, weil ich nichts Neues eingestellt habe. Aber es ist einfach immer spannend zu sehen, was eben heute für Jahrestage sind. Da kommen dann alle möglichen Sachen. Auch Geburtstage von Verwandten vergisst man dadurch nicht mehr. Dann gibt es hier die Liste der zuletzt geänderten Objekte. Das ist vor allem für die interessant, die regelmäßig kommen und dann sehen, okay, wann wurde hier eigentlich das letzte Mal was getan. Das nächste, was man von Grams Desktop kennt, ist die Listenansicht, auch in Grams Desktop. Ich kann ja vielleicht mal kurz zu Grams Desktop wechseln. So sieht Grams Desktop aus. Und da gibt es eben auch ganz viele, ist ein ganz zentraler Bestandteil hier, diese Listenansichten, Personen, Familien. Und das ist in Grams Web eben analog. Ich habe hier Personen, Familien, Ereignisse und so weiter. Und was ja auch sehr nützlich ist, ist eben der Filter. Wenn ich hier aufklappe, ist ein bisschen so wie bei einem Webshop, wenn man sich Hemden in einer bestimmten Farbe rausfiltert, kann ich hier eben bestimmte Filter einstellen. Zum Beispiel habe ich jetzt vorher schon voreingestellt gehabt. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich nur Leute sehen will, die in einem bestimmten Zeitraum geboren sind. Und dann
tut es sofort hier aktualisieren. Ich kann natürlich auch jederzeit sortieren. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, um 1967 wird angezeigt, obwohl ich eben diesen Zeitraum angegeben habe, weil um in Grams immer quasi plus minus 40 Jahre bedeutet. Wenn ich den Filter wieder entferne, dann zeigt es mir wieder alle an. Genau, vielleicht noch kurz zu den Medienobjekten, weil die ein bisschen speziell sind. Da gibt es zwar auch eine Listenansicht, aber hier gibt es noch einen Button, der sehr versteckt ist. Wenn man hier draufklickt, dann sieht man die Bilder in der Rasteransicht. Das ist, wie gesagt, eine Beispieldatenbank, deswegen nur unsinnige Bilder. Aber hier kann ich eben die Details mir anschauen. Und hier habe ich jetzt auch schon ein Beispiel von einem Objekt. Also Medien ist eine Art von Objekten in Grams. Und immer wenn ich ein Objekt öffne in Grams Web, zeigt es mir hier oben an, wo ich gerade bin. Ich bin gerade bei Medienobjekten. Wenn ich hier draufklicke, komme ich wieder zur Übersicht. UR0500 ist die Grams-ID. Damit werden alle Objekte in Grams identifiziert. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel das Objekt als Lesezeichen markieren. Ich habe dann hier meine Lesezeichenleiste und dann sehe ich, okay, hier habe ich jetzt gerade was markiert. Und das funktioniert immer, ohne dass man die Seite neu laden muss. Also wenn ich mir den als Lesezeichen markiere, ist er hier eben auch da. Wenn ich hier draufklicke, habe ich die Adresse kopiert, dann kann ich zum Beispiel jemand die Adresse schicken zu dieser Seite. Und dann gehen wir jetzt vielleicht mal zu unserer Hauptperson. Gehen wir vielleicht mal zu der Person. Das ist die Hauptperson von dem Grams Beispielstammbaum, der auch für Grams Desktop verwendet wird zum Testen. Das ist jetzt eben die Standardansicht für eine Person. Hier hat man oben den Namen, der Rufname wird unterstrichen. Man kann auch hier unter Namen, kann man noch mehr Details sehen. Es gibt mehrere Arten von Namen, verschiedenen Bestandteile. Man sieht hier alle Beziehungen, also Eltern, Geschwister, Partnerin, Kinder und kann hier eben auch Ereignisse anschauen. Die Ereignisse kann man auch auf einer Zeitleiste anschauen. Die Zeitleiste unterscheidet sich dadurch von der Ereignisliste, dass hier auch Ereignisse von Verwandten angezeigt werden, also zum Beispiel Geschwistern, Partner, auch Kinder. Und dass sie eben mit dieser Karte verknüpft ist. Also wenn ein Ort mit dem Ereignis verknüpft ist, der geografische Koordinaten hat, dann wird es hier direkt auf der Karte angezeigt. Man hat hier natürlich noch die Galerie, wo jetzt bei einem Nicht-Beispielstammbaum natürlich alle Bilder von der Person auftauchen können. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Grams Web genauso wie Grams Desktop es erlaubt, Personen in Fotos zu markieren und dadurch eben mit dem Foto zu verknüpfen. Man kann beliebig Notizen hinzufügen, Quellen natürlich sowieso. Was ich hier noch zeigen will, ist, dass es auch seit, ich glaube, Ende letzten Jahres eine DNA-Verwaltung gibt. Das heißt, was ich hier machen kann, ist, ich kann DNA-Matches, also Übereinstimmungen, die ich auf zum Beispiel MyHeritage oder Ancestry habe, wenn ich DNA-Genealogie betreibe, kann ich mir diese Daten runterladen und kann diese Daten in Grams hochladen, sowohl Grams Desktop als auch Grams Web, und sehe dann hier, mit wem ich diese Übereinstimmungen habe und habe dann hier unten auch diesen einen bekannten Chromosomen-Browser, den Leute, die die DNA-Genealogie betreiben, sicher gut kennen. Also das gibt es eben auch in Grams Web. Kann ich hier die einzelnen Abschnitte von einzelnen Matches hervorheben. Und wenn ich mal kurz zu Grams Desktop gehe, in Grams Desktop gibt es eben auch die DNA-Segmentkarte als Gramplet, die genau die gleiche Funktion hat. Das heißt, hier sieht man auch wieder, dass man je nachdem, was man bevorzugt, mal die Webversion und mal die Desktop-Version verwenden kann. Okay, so viel zu der Personenansicht. Dann kommen wir mal zu den Grafiken. Wenn ich hier auf In Baum anzeigen klicke, dann komme ich direkt zur Ahnentafel. Übliche Ahnentafel-Ansicht. Standardmäßig zeigt sie nur drei Vorfahrengenerationen, aber ich kann im Prinzip beliebig hochgehen. Es wird dann nur relativ lang dauern zum Laden, aber probieren wir es mal aus. 10 Generationen dauert wahrscheinlich ein paar Sekunden. Ach so, nee, ich habe jetzt hier das Problem, dass der gar nicht so viele Vorfahren hat. Dann gehen wir doch mal kurz zu dem Stammbaum, wo ich tatsächlich meine eigenen Daten habe, nur ohne die als privat markierten Personen. Also dann nehmen wir doch gerade mal hier einen Urgroßvater von mir und sagen mal 10 Vorfahrengenerationen.
Genau. Kann man also problemlos anzeigen und mit dem Mausrad, ich benutze jetzt gerade mein Mausrad, kann ich hier rein und rauszoomen und das beliebig hin und her verschieben. Wenn ich hier auf diesen Button klicke, komme ich übrigens wieder zurück zur Personenansicht und kann mir dann hier die Details anschauen. Genauso wie es einen Vorfahrenbaum gibt, gibt es auch einen Nachkommenbaum oder auch das Sanduhr-Diagramm, wo ich sowohl Vorfahren als auch Nachkommen habe. Und was jetzt ganz neu ist, ist ein tolles Feature, kann ich sagen, weil es kein Eigenlob ist, weil es nicht von mir kommt, sondern von einem anderen Entwickler aus der Community, ist dieses Beziehungen-Diagramm, wo ich eben wirklich nicht nur Vorfahren und Nachfahren einer Person gleichzeitig habe, sondern wirklich das ganze Netzwerk an Beziehungen. Also wenn ich hier rein und raus zoome, habe ich hier eben die Nachfahren und dann die Nachfahren von Geschwistern. Ist ja ein sehr mächtiges Werkzeug und ist auch, muss ich tatsächlich sagen, überraschend flüssig, wie das Ganze funktioniert, obwohl es so viele Daten sind. Und dann, wovon ich persönlich ein großer Fan bin, ist das Fächerdiagramm. Fächerdiagramm kennen natürlich viele. Ich erhöhe auch mal hier die Anzahl der Generationen. Vielleicht machen wir dann auch gleich mal 10. Wenn ich hier auf den Home-Button klicke, dann komme ich eben zur Hauptperson. Ja, das dauert jetzt relativ lang zum Laden. Wir vielleicht mal hier hin. Genau, hier sehen wir jetzt eben eine 10-Generationen-Fächergrafik. Das ist an sich natürlich schon nett, weil man sieht, wie vollständig der Stammbaum ist. Man sieht, okay, hier sind noch Lücken, hier muss ich mal nacharbeiten, hier sind noch riesige Lücken. Aber es gibt noch mehr, und zwar gibt es hier die Möglichkeit, die Fächergrafik einzufärben. Ich kann zum Beispiel einfach sagen, ich will jetzt wissen, wie viele Ereignisse sind mit dieser Person verknüpft. Oder wie viele Notizen sind damit verknüpft? Hier sieht man, okay, die meisten haben gar keine Notiz. Es gibt so ein paar, die haben Notizen. Dann kann man sich die genau anschauen. Dann kann ich mir anschauen, in welchem Jahr ist die Person geboren. Hier sieht man jetzt zwischen 1600 und 1900. Klar ist der Farbverlauf von innen nach außen einfach linear, weil in jeder Generation die im Durchschnitt ein bisschen früher geboren sind. Nicht überraschend. Genauso beim Todesjahr. Aber was dann interessanter wird, ist eben beim Alter, was die Differenz zwischen Geburts- und Todesjahr ist. Und hier sieht man jetzt, okay, manche Leute sind sehr jung gestorben hier, ziemlich viele eigentlich. Natürlich überdurchschnittlich oft Frauen leider, während manche auch wirklich ein hohes Alter erreicht haben. Was auch ganz nett ist, ist nach Nachname einzufärben, weil man dann tatsächlich auch sieht, dass eben hier Nachnamen teilweise in verschiedenen Zweigen derselbe Nachname auftauchen. Oder Religion. Da muss ich jetzt, glaube ich, in einen anderen Zweig gehen, sonst ist alles blau. Genau, das ist je nachdem, was man so für Daten hat in der Vorfahrenschaft, kann es ganz interessant sein. Hier sieht man jetzt die einzelnen evangelischen Zweige zum Beispiel. Genau, und was auch noch sehr schön ist, ist die Ahnenhäufigkeit. Ahnenhäufigkeit ist die Häufigkeit, wie oft die Person im Mittelpunkt mit einem bestimmten Ahnen verbunden ist. Das heißt, wenn diese Zahl größer ist als 1, heißt es, dass es irgendwo eben eine Heirat zwischen Menschen gab, die verwandt waren. Und ja, je nachdem, das ist ganz interessant zu schauen, je nach Region, je nach Dorf, kann sowas eben häufiger oder weniger häufig auftauchen. So viel zur Fächergrafik. Als nächstes möchte ich hier, die Lesezeichen habe ich bereits erwähnt, als nächstes möchte ich auf das Blog eingehen. Das Blog, hier einfach nur Beispielartikel, finde ich persönlich ganz wichtig für diese Funktion, die für mich eine Hauptmotivation für Grimes Web war, dass man die eigenen Forschungsergebnisse mit anderen Menschen teilt. Weil Daten, ich persönlich bin, ja, ich bin Data Scientist, also ich arbeite viel mit Daten, ich finde Daten toll, aber ich weiß auch, dass Daten nicht, ja, nicht für alle Menschen so interessant sind. Was wirklich interessant ist, um die eigene Familiengeschichte anderen Leuten näher zu bringen, sind eben Geschichten. Und wenn man eine zusammenhängende Geschichte über zum Beispiel einen bestimmten Vorfahren oder eine bestimmte Familie oder auch einen bestimmten Ort schreibt, dann macht es die Geschichte halt lebendig. Und Blog-Software gibt es natürlich viele. Es gibt WordPress, andere Dinge. Aber die mit dem eigenen Genealogiesystem zu verknüpfen, ist gar nicht so einfach. Man kann natürlich Links erstellen, aber die Frage ist zum Beispiel auch, was ist denn eigentlich mit den Blogartikeln? Vielleicht, wenn das Blog irgendwann mal
nicht mehr online ist, sind die dann verloren oder wie ist es dann? Und deswegen ist das Konzept hier so, dass der Blogartikel selber eine Quelle in Grams Web ist oder in Grams selber. Also ich kann jetzt mal zu Grams Desktop hier rübergehen, auch diesen gleichen Beispielbaum und kann jetzt mal zu Quellen gehen und habe hier jetzt schon gefiltert nach Quellen mit dem Tag, also hier als Etikett übersetzt mit dem Tag Blog. Und dann sieht man schon hier, habe ich jetzt eine Quelle, die eben diesen Titel hat von diesem Blogartikel. Und hier ist eben der Text von diesem Blog. Hier ist das Bild. Hier ist das Bild, das angehängt ist. Und aus dieser Quelle mit dieser Notiz und diesem Bild, das ich eben, wenn ich will, einfach in Grams Desktop erstellen kann, macht Grams Web mir jetzt diesen Blogartikel, der eben schön formatiert ist, wie man es eben von Blogs so kennt. Und ganz entscheidend, der eben auch verknüpft ist mit den Objekten im Stammbaum. Das heißt, ich kann hier einen Artikel schreiben und kann alle Personen, die auftauchen, alle Orte, die auftauchen, mit den tatsächlichen Grams-Objekten verknüpfen. Und es ist auch jetzt keine Insellösung von Grams Web selber, sondern das sind tatsächlich von Grams Desktop direkt unterstützte Links, die eben auch hier funktionieren. Das heißt, mein Blogartikel wird jetzt quasi selber zu einer Quelle für die Genealogie, was er ja auch ist, weil das sind ja Sekundärquellen drin, sind auch Schlussfolgerungen drin, die ich persönlich gezogen habe, die auch nicht unbedingt richtig sein müssen und so weiter. Das ist das Blog. Dann eine weitere Funktion, die relativ neu ist, ist die Aufgabenverwaltung. Bei der Aufgabenverwaltung war die Überlegung, dass ich für meine Ahnenforschung immer so eine Aufgabenverwaltungs-App hatte, also To-Do, To-Do-List, dann gibt es ja alle möglichen Apps, weil man immer Sachen hat, die man schon immer mal machen wollte. Man wollte in das und das Archiv gehen, man wollte den und den Ort besuchen, da was über die Vorfahren rausfinden. Aber die meisten Leute haben halt nur ja, in bestimmten Phasen ihres Lebens, sage ich mal, Zeit für Anforschung. Manchmal hat man wieder monatelang keine Zeit, weil man im Beruf oder Familie zu viel zu tun hat. Und bei mir war es dann so, dass ich oft vergessen habe, was ich jetzt machen wollte. Oder ich habe vergessen, wie weit bin ich jetzt bei meiner Archivrecherche gekommen in dem und dem Ort. Und dann hatte ich die Idee, einfach die Taskverwaltung selber, die Aufgabenverwaltung selber in Grams zu integrieren, weil eben Grams auch, das kann ich vielleicht mal kurz zeigen, schon lange diese To-Do-Listen hat. Also die To-Do-Listen in Grams sind einfach auch Quellen, die halt einen Titel haben, die einen Titel haben, der halt eine Aufgabe ist und dann eben diese Art, also Quellenart zu erledigen, also To-Do haben. Und ich habe um diese Funktion von Grams rum, habe ich eben eine komplette Task-Management-App gebaut, wo man jetzt hier ja, die Priorität ändern kann, den Status ändern kann und so weiter. Und das eine komplette Quelle ist, kann ich hier aber eben auch Notizen anhängen. Ich kann hier schreiben, was ich zu dieser Aufgabe gemacht habe oder wann ich dran weiterarbeiten will. Ich kann hier Bilder anhängen und so weiter und so fort. Und diese Aufgabenverwaltung kann natürlich auch besonders nützlich sein, wenn man jetzt mit anderen Leuten gemeinsam an der Genealogie arbeitet, weil dann eben der eine eine Aufgabe erstellen kann und sagt, ob man müsste mal in dieses Archiv gehen und dann kann der andere vielleicht hier eine Notiz hier reinschreiben. Ja, vielleicht hätte ich nächsten Monat Zeit, ich schaue mir das mal an. Dann noch eine sehr wichtige Funktion, ich wechsle mal wieder den Stammbaum vielleicht zu dem hier, ist die Karte. Orte, wie ihr sicher alle wisst, Orte spielen eine sehr wichtige Rolle in der Anforschung. Wenn man über die Ortsgeschichte was recherchiert, auch über Häusergeschichte zum Beispiel. Und deswegen hatte Grams Web schon von Anfang an eine Kartenfunktion. Diese Kartenfunktion ist aber jetzt letzte Woche tatsächlich durch einen Beitrag von einem Nutzer nochmal viel, viel mächtiger geworden. Und zwar durch diesen Zeitschieber. Was ich jetzt hier in dieser Karte sehe, sind die Orte in meiner Datenbank. Ich kann hier auch mal diesen Schalter hier ausschalten. Dann zeigt es mir wirklich alle Orte an, an denen ich irgendwas in meinem Stammbaum habe.
Wenn ich hier diesen Schalter anmache, dann filtert es mir das auf eine bestimmte Zeitspanne. Standardmäßig heute vor 50 Jahren plus minus 50, also irgendwas zwischen 1924 und, 19, und 2024, sind die Ereignisse dann an den Orten. Ich kann das hier auch auf mehr, auf einen größeren oder kleineren Zeitraum einschränken. Und wenn ich hier durchscrolle durch die Geschichte, dann sehe ich eben, an welchem Ort es in meinem Stammbaum Ereignisse gab zu einer bestimmten Zeit. Man sieht, der clustert sehr viel im Schwäbischen, aber eben nicht nur. Und was jetzt ganz neu und wovon ich ziemlich begeistert bin, ist eben die Open Historical Map. Das haben vielleicht manche schon mal gehört. Open Historical Map ist im Prinzip ein Ableger von OpenStreetMap, der sich aber nicht darauf beschränkt, die heutige Welt zu kartieren, sondern die ganze Geschichte zu kartieren. Und dieser Entwickler vom Open Historical Map Projekt hat eben diese Karte jetzt bei uns in Grams Web eingebaut. Und man hat es gerade schon gesehen, ich habe hier unten meine Zeitleiste. Allein schon die politischen Grenzen sind interessant. Also das ist jetzt die Gegenwart. Wenn ich jetzt, ja, schauen wir mal hier, Ende 19. Jahrhundert, muss ich einen Augenblick warten, bis es lädt. Aber dann werden sich die Grenzen ändern. Und man sieht jetzt hier Deutsches Reich zum Beispiel. Gehen wir mal in die frühe Neuzeit. Dann sehen wir wiederum gleich wahrscheinlich, dass es sich zum Heiligen Römischen Reich ändert. Genau. Und gleichzeitig werden eben die Orte hier gefiltert. Das ist jetzt leider in Deutschland noch nicht so aktiv, das Projekt. Man sieht jetzt hier auch relativ wenig Straßen und so, aber hier sieht man zum Beispiel in Frankreich gibt es schon deutlich mehr Daten. Und was das Potenzial ist von diesem Projekt, sieht man, wenn man zum Beispiel mal sich New York City anschaut. Das finde ich ganz besonders beeindruckend. Wir haben jetzt hier, wo sind wir denn gerade? 1670. Jetzt einen kleinen Moment, bis lädt. Ja, haben wir hier also New York mit einer Festung hier vorne dran in Manhattan. Wenn wir noch weiter zurückgehen, jetzt ist es nur noch Landschaft, dann wird es Neu-Amsterdam. Ja, also könnte ich jetzt lange drüber reden, aber es ist ein ziemlich cooles Projekt und glaube ich eigentlich genau das, was man in einem Genealogieprogramm will, dass man wirklich die Welt sich anschauen kann, wie sie eben in der Vergangenheit war und das dann mit der eigenen Familiengeschichte zu verknüpfen. Vielleicht, das waren jetzt so die wichtigsten Features, denke ich. Eins habe ich noch vergessen. Nein, zwei ganz wichtige Dinge habe ich vergessen. Das erste ist die Suche. Wer sucht, wird finden, vor allem wenn es eine gute Suchfunktion gibt. Wenn man hier auf die Lupe klickt, dann kann man den ganzen Stammbaum nach allem Möglichen durchsuchen. Ich suche mal nach mir selber, mal schauen, was da kommt. Genau. Und ich kann jetzt hier auch filtern. Also ich kann sagen, ich will jetzt nur Orte. Da gibt es sicher keinen Ort, der so heißt. Personen gibt es natürlich viele. Ich kann aber auch auf Notizen klicken, dann kommen nur die Notizen, in der der Name vorkommt. Also es ist eine ziemlich mächtige Suchfunktion. Das Zweite, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich ganz wichtig, wie bekomme ich Daten rein in das System? Es gibt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, eine Datei zu importieren. Dazu muss ich hier in den Einstellungen auf Verwaltung gehen und habe dann hier die Möglichkeit, eine Datei auszuwählen. Das kann dann zum Beispiel eine GEPCOM-Datei sein, es kann eine Datei in GRAMS XML-Format sein, dass man mehrere Dateiformate unterstützt. Ich kann ja auch meine Mediendateien importieren, wenn ich zum Beispiel einen existierenden Stammbaum importiere. Die zweite Möglichkeit ist, hier über den Hinzufügen-Button direkt neue Dinge hinzuzufügen. Also hier neue Person, kann ich einfach hier eintippen, wie man es auch von anderen Genealogieprogrammen kennt. Natürlich Quellen kann man ja auch gleich verknüpfen. Und dann wird die Person hier erstellt. Und man kann eben den Benutzern im Baum die Rechte erteilen, dass sie Objekte erstellen oder bearbeiten können oder auch nicht. Wenn ich hier auf den Bearbeiten-Button klicke, dann habe ich hier die Möglichkeit, alles Mögliche zu verändern. Zum Beispiel hier vorhandenes Medienobjekt zu der Person hinzufügen. Die dritte Möglichkeit ist die Synchronisation mit Grams Desktop. Das ist ein relativ weites Feld, deswegen will ich es vielleicht einfach nur mal ganz kurz demonstrieren.
indem ich kurz zu meinem eigenen tatsächlichen Stammbaum gehe. Wenn ich hier auf Werkzeuge, Stammbaumverarbeitung und Grams Web-Synchronisierung klicke, dann öffnet sich das Grams Web Add-on, die Grams Web-Erweiterung. Leider nicht ganz übersetzt, hier noch ein bisschen englischer Text, aber Hauptsache, es funktioniert. Und da habe ich jetzt die letzten Tage ein paar Sachen in Grams Web bearbeitet, die ich noch nicht mit Grams Desktop synchronisiert habe. Und das zeigte mir jetzt an, lokale Änderungen keine, also keine Änderungen in Grams Desktop hinzugefügt, vier Medienobjekte und eine Notiz. Und dann habe ich noch eine Person geändert und ein Ereignis hinzugefügt, keine gleichzeitigen Änderungen. Wenn ich jetzt auf Apply klicke, dann synchronisiert er das. Und dann, wenn ich nochmal auf Next klicke, dann synchronisiert er noch die Mediendateien. Das heißt, er lädt die vier Mediendateien, die ich hier lokal nicht habe, runter. Und dann ist es fertig und ich bin wieder komplett synchron. Und wenn ich jetzt wieder die Synchronisation anstoße, dann ist es standardmäßig so, dass er die Änderungen auf beiden Seiten nimmt und die zusammenführt. Aber es gibt jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit, gibt es jetzt die Auswahlmöglichkeit, die auch noch nicht auf Deutsch übersetzt ist, hier unten. Synchronisationsmodus. Das standardmäßig ausgewählte ist die bidirektionale Synchronisation. Das heißt, da nimmt er die lokalen Änderungen und die Änderungen auf dem Server und führt die zusammen. Es gibt aber eben jetzt auch die zwei weitere Optionen. Reset Remote to Local, also den entfernten Server auf den lokalen setzen und das Umgekehrte. Wenn ich jetzt das Umgekehrte auswähle, Reset Local to Remote, habe ich als lokal eine Funkstelle hinzugefügt. Wenn ich das jetzt mache und sage, setze das Lokale auf den Server zurück, dann löscht er die Funkstellen. Das heißt, dann ist er wieder weg. Aber standardmäßig ist es so, dass es eben in beide Richtungen synchronisiert wird. Das heißt, es kann gleichzeitig von mir auf dem Desktop bearbeitet werden und von einem Cousin auf Grams Web, ohne dass jetzt Dinge verloren gehen. Natürlich ist es immer so, dass wenn gleichzeitig dasselbe Objekt bearbeitet wird, dann gibt es eben einen Bearbeitungskonflikt und der wird eben so gelöst, dass halt die Daten zusammengeführt werden. Oder das jüngere Objekt gewinnt sozusagen. Hier hat man eine Benutzerverwaltung. Hier, ja, das ist ein Demo-Benutzer, den ich für den Genealogentag in Kleve erstellt habe, deswegen Kleve. Hier kann man neue Benutzer erstellen. Also ich kann jetzt hier einen neuen Benutzer hinzufügen. Ich verwende Passwort. Ich verwende oft meine Gmail-Adresse mit einem Plus und irgendeiner Zahlenkombination, weil man das eben dann als neue E-Mail-Adresse verwenden kann und es trotzdem ankommt. So, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, Benutzer Gruppe zu wählen. Administrator oder Eigentümer hätte ich die komplette Kontrolle über den Baum. Bei Bearbeiter hätte ich die Rechte, alles zu bearbeiten. Beitragender, es klingt ein bisschen sperrig, aber die Idee da ist, dass es Personen sind, die Objekte erstellen können, aber nichts bearbeiten können. Das heißt, wenn man sagt, okay, der darf Fotos hochladen, der darf Notizen hinzufügen, aber nichts ändern. Können wir das verwenden? Verwende ich selber nicht, weil, ja, entweder oder. Mitglied heißt, man kann alles sehen, aber nichts bearbeiten. Gast heißt, man kann alles sehen, außer Objekte, die als privat markiert sind. Also ich, bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich alle Daten von lebenden Personen als privat markiere und allen, die jetzt nicht in meiner Kernfamilie sind, nur den Gaststatus gebe. Das heißt, wir können dann Daten von lebenden Personen nicht sehen. Eben je nachdem, wie weit jemand entfernt ist in der Verwandtschaft. Zum Beispiel. Und der Rest ist nicht so interessant. Hier gibt es einen Registrierungslink. Also wenn ich den Link jetzt jemand schicke per E-Mail, dann kann er dort sich eben, kann vielleicht in einem Inkognito-Fenster ausprobieren, hat er dort die Möglichkeit, einen Account zu erstellen. Aber wenn ich hier jetzt einen Account erstelle, kann ich auch mal gleich machen.
Wenn ich hier einen Account erstelle, dann ist der standardmäßig deaktiviert. Also wenn ich hier jetzt mal F5 drücke, dann ist der hier unbestätigt. Unbestätigt heißt, dass der Benutzer hier erstmal seine E-Mail-Adresse bestätigen muss. Wenn er die E-Mail-Adresse bestätigt hat, dann wird es hier geändert auf deaktiviert. Und erst wenn ich als Administrator hier reingehe und es explizit zu was anderem ändere, kann die Person dann wirklich zugreifen. Jetzt möchte ich die Demo an der Stelle erstmal abschließen und noch ganz kurz zum Abschluss etwas zur Installation sagen. Klar, Grams Web ist eine Web-Applikation, das heißt, man braucht einen Webserver, auf dem Grams Web läuft. Und ich muss auch ganz klar sagen, diejenigen, die es ausprobiert haben, wissen es schon, es ist ein bisschen kompliziert. Die Installationsanforderungen sind ein bisschen höher als bei anderen Apps, wie zum Beispiel bei WebTrees. Das liegt einfach daran, dass eben Grams Web den Unterbau von Grams Desktop verwendet. Und deswegen ist mir eben an ganz bestimmte Software gebunden, die halt auf vielen Webspaces, die man so mieten kann, nicht laufen würde. Deswegen gibt es im Prinzip vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel, man nimmt sich einfach einen kleinen Mini-Rechner und installiert es dort. Das habe ich zum Beispiel bei mir im Keller einlaufen. Oder man mietet sich einen Cloud-Server und installiert Grams Web dort. Da das beides relativ viel technisches Know-how benötigt, haben wir noch zwei weitere Möglichkeiten gebaut, wie man das mit einer niedrigeren Schwelle in Grams Web einsteigen kann. Das erste ist bei DigitalOcean, das ist so ein Cloud-Hosting-Anbieter. Da gibt es ein vorinstalliertes Paket. Das ist relativ einfach mit wenigen Klicks zu installieren. Und final, was man hier auch auf meinem T-Shirt sieht, Grams Hub, ist ein komplett vorinstallierte, gehostete Version, wo man sich einfach nur anmelden muss. Bei den beiden letzten Versionen hat man dann eben die Kosten für die monatliche Hosting-Gebühr. Gut, beim gemieteten Server natürlich auch. Das habe ich hier in dieser Tabelle nochmal zusammengefasst. Eigener Server, Cloud-Server und auch DigitalOcean. Die drei Möglichkeiten brauchen schon technische Kenntnisse. DigitalOcean ist sicher einfacher als die ersten beiden Möglichkeiten. Natürlich hat man dafür in den ersten beiden Fällen die maximale Kontrolle. Man muss zwar alles selber anrichten, aber kann natürlich auch alles selber kontrollieren. Die günstigste Variante ist auch die erste Variante, wenn man nicht die Anschaffung mitrechnet, weil man dann einfach nur Strom- und Netzwerkkosten hat. Die zweite und dritte Variante sind relativ teuer, leider, weil diese Cloud-Server, auf denen Grams Web läuft, leider ein bisschen teurer sind als die Web-Hosting-Angebote, auf denen zum Beispiel WebTrees läuft. Das ist ein kleiner Wermutstropfen. Und das war auch ein Grund, warum wir eben Grams Hub anbieten, weil es ein einzelner Server ist, auf dem eben ganz viele Nutzer gleichzeitig, aber trotzdem komplett getrennt und datenschutzkonform die Software nutzen können, sodass es dann insgesamt etwas günstiger ist, aber natürlich auch nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten hat. Aber ganz wichtig, egal für was man sich entscheidet, wenn man eins davon ausprobieren will, man kann jederzeit umsteigen. Und das ist eben ein großer Unterschied zu kommerziellen Genealogie-Webseiten, dass es trivial ist, die Daten komplett runterzuladen und woanders wieder hochzuladen. Und habe hier nur noch eine Liste mit Links. Ich habe gesehen, Grants Hub, das kommt ja, glaube ich, auch von dir, die Ecke, hat eine Beschränkung bis 10.000 Personen. Was ist, wenn ich jetzt das Problem habe, schon 12.000 zu haben? Ja, die Einschränkung ist ein bisschen willkürlich zugegeben, könnte man eigentlich auch problemlos erhöhen. Eigentlich die Überlegung war die, dass Grams Web tatsächlich manche Operationen langsam werden. Und wenn man jetzt ein Abo hätte, wo dran steht bis 100.000 Personen, das dann natürlich auch das teuerste Abo ist, weil es die meisten Ressourcen braucht. Und dann 100.000 Personen hochlädt und dann manche Dinge unerträglich langsam werden, ist es natürlich blöd, wenn man dafür bezahlt. Und das war eigentlich der Grund, wieso ich, als ich das überlegt habe, ja, wie viele Personen in welchem Abo,
gedacht habe, okay, 10.000 runter muss es eigentlich ausreichend schnell sein, dass es nicht zu einem Problem wird. Aber es ist eigentlich keine harte Grenze. Von daher, wenn, ja, wäre das durchaus mal wert, drüber nachzudenken, ob man die Grenze anhebt. Was ich mir auch gedacht habe, aber es muss auch nicht unbedingt stimmen, ist, dass Leute, die so große Bäume haben, oft auch dann vielleicht sich lieber ihren eigenen Server einrichten, wo sie dann, keine Ahnung, selber dann mehr Hardware dazu nehmen können, wenn sie noch mehr Performance wollen. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt, also ich nehme da dann Feedback entgegen. Okay. Also es werden beide Produkte definitiv weiterentwickelt. Die Entwicklergemeinde von Grams Desktop ist wesentlich größer. Es sind viel mehr Leute. In Grams Web war es eben lange Zeit, also am Anfang waren wir zu zweit, dann lange Zeit, ja, war es hauptsächlich ich mit ein paar kleineren Beiträgen. Erst in letzter Zeit wieder kommen mehr Leute dazu, was super ist. Aber gleichzeitig wird Grams Web, dadurch, dass ich sehr viel Zeit investiere und jetzt mehr Leute dazu kommen, eigentlich viel schneller weiterentwickelt aktuell als Grams Desktop. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass beide Projekte die nächsten Jahre noch sehr aktiv weiterentwickelt werden. Trotzdem, was mir persönlich auch wichtig ist, ist eben die ganze Architektur und das Verwenden von freien Formaten so, dass, falls irgendein Projekt mal aufhören sollte zu existieren, eben dem nicht ausgeliefert ist, sondern jederzeit ganz einfach auf was anderes umsteigen kann. Zum Beispiel kann ich irgendwann aufhören, Grams Web zu benutzen und nur noch Grams Desktop nutzen oder umgekehrt. Also Grams Hub ist ein Abo-System, das im Prinzip so dimensioniert ist aktuell, dass es sich selber tragen soll. Das ist so das Ziel. Ich mache das jetzt nicht als Beruf, sondern nebenher. Und das Ganze läuft auf Google Cloud. Das heißt, da fallen ja, relativ hohe Cloud-Gebühren an. Und die Idee war eben einfach, verschiedene Größen anzubieten. 4 € ist eher so zum Ausprobieren. Mit 500 Personen kommt man jetzt nicht weit, wenn man schon Forschung hat. Für jemanden, der ganz neu anfängt, bleibt es natürlich aus. Und dann eben die 2 weiteren Größen mit mehr Personen. Die Medien ist, glaube ich, in allen Fällen ziemlich üppig. Nur damit keine Verwechslungen entstehen. Also Grams Hub ist eben ein Hosting-Dienst für Grams Web. Aber Grams Web an sich, die Software, ist komplett kostenlos und Open Source. Also ich kann auch jederzeit zu Grams Web und mir die Software einfach hier runterladen. Und genauso Grams. Also die Software ist in allen Fällen vollständig kostenlos. Deswegen kann ich auch jederzeit, wenn ich will, mir Grams Web auf meinem eigenen Webserver installieren, ohne jegliche Einschränkungen. Das heißt, das Einzige, was kostet im Fall von Grams Hub, ist halt das Hosting. Ihr könnt natürlich auch gerne jederzeit über die Grams L-Liste noch im Forum Fragen stellen. Da schaue ich regelmäßig rein. Ja, Günther hat noch eine Frage. Ja, ich würde gerne wissen, wie das mit den Paten ist. Werden die als eigene Person verwaltet oder sind die nur in den Anmerkungen verzeichnet? Da gibt es in Grams, und es ist eigentlich gleich in Grams Web und in Grams Desktop, mehrere Möglichkeiten, wo verschiedene Leute verschiedene Dinge bevorzugen. Also es gibt einerseits Verbindungen, heißen die. Ich kann hier zum Beispiel eine Verbindung auswählen zu einer Person und dann sagen, Taufpate. Okay, und kann natürlich dann auch zu dieser Verbindung selber auf Fund stellen oder Notizen hinzufügen, um zu sagen, woher ich weiß, dass der sein Taufpate ist. Okay? Hier bei Verbindungen auftauchen. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die Person als Beteiligten an einer Taufe einzutragen. Also hier, das funktioniert jetzt anders. Jetzt muss ich zu einer Person gehen und dann sagen, ich will, dass diese Person an einer bestehenden Taufe als Rolle Zeuge teilnimmt. Genau. Und dann sehe ich jetzt, diese Person ist jetzt hier Zeuge bei dieser Taufe.
dem Ereignis gehe, dann sehe ich, okay, diese Person ist Zeuge. Es gibt viele Gründe, warum man beides machen will, weil einerseits, wenn ich Taufpate bin, habe ich Teil an dem Ereignis und habe dort eine bestimmte Rolle, aber ich habe natürlich auch je nach Tradition, je nach Familie, auch später dann noch eine Rolle als Taufpate, was dann eher wieder eine Verbindung zwischen zwei Personen ist. Ja. Könnte man sich das jetzt im Standardformat angucken? Im Desktop? Ja, das zum Beispiel die Taufe, die du jetzt angelegt hast mit dem Paten. Ja. Oder generell GetCom im RAW-Format bearbeiten. Genau, also ich kann jederzeit hier ein GetCom von meiner kompletten Datenbank herunterladen. Also das wird von Grams unterstützt. Geht auch recht fix. Darum kann ich jetzt sogar mal öffnen. Es ist aber so, dass das Grams Datenformat nicht GetCom ist. Also das ist anders als bei GetTrees, wirklich die komplette Datenstruktur gleich ist wie in GetCom. Grams hat seine eigene Datenstruktur. Deswegen ist ein Import und ein Export nach GetCom in Grams immer verlustbehaftet, weil man immer entscheiden muss, wie bilde ich diese Objekte auf die GetCom-Objekte ab. Deswegen, ja, man kann es verwenden, wenn man was mit jemandem teilen will oder wenn man was in ein anderes Programm importieren will. Aber als vollständiges Backup oder Datentransfer zwischen zwei Grams-Instanzen ist es halt nicht geeignet. Warum ist das so? Das ist ja bei vielen anderen Programmen Ja, es ist. möglich, dass man das austauscht, ziemlich halt für Man kann es. ziemlich gut austauschen kann. Also, GetCom gibt es grundsätzlich, würde ich sagen, immer wenn man verschiedene GetCom-Dialekte von verschiedenen Programmen austauscht, gibt es immer Problemchen, weil verschiedene Programme eben unterschiedliche Erweiterungen verwenden oder Dinge unterschiedlich interpretieren. Und Grams hat eben auch die Entscheidung getroffen, schon vor vielen Jahren, dass halt die Datenstruktur so definiert wird, wie sie für das Projekt logisch ist. Und GetCom als Datenformat hat ein paar ganz bestimmte, sage ich jetzt mal, Meinungen, Entscheidungen zu bestimmten Sachen, wie die zusammenhängen, die nicht, ja, die mit denen man nicht unbedingt einverstanden sein muss, dass es so gemacht werden muss. Deswegen Grams hat eine allgemeinere Struktur, mit denen man auch manche Dinge wesentlich feiner ja, darstellen kann. Aber dadurch muss man halt dann, wenn man importiert oder exportiert, in dem Format immer halt Kompromisse eingehen. Deswegen gibt es eben das Grams XML-Format, was eben einen komplett verlustfreien Export und Import erlaubt. Lassen sich auch die Goff-Daten einfügen, dass man die Verknüpfungen hat? Aktuell im Grams Web nicht. Es gibt aber im Grams Desktop, hat ein Entwickler dieses Add-on GetGov entwickelt, wo man eine ID eingeben kann und dann eben hier die Daten rausziehen kann. Das ist wo ich gerne noch, also wo ich cool fände, wenn man das auch in Grams Web besser integriert hat. Hatte ich jetzt selber noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber gerade im Zusammenhang mit dieser Open Historical Map, da frage ich mich wirklich, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, die Datenquellen für historische Ortsdaten noch besser miteinander zu verknüpfen. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann denke ich, bedanken wir uns bei dir, David, Danke für für diesen die Interesse. vielen Anregungen. Und ja, sind doch viele Dinge, die auch interessant gelöst sind, wenn man so vergleicht mit anderen. Und es erweitert in jedem Fall die Gesichtsfelder. Werkzeugkasten Ja, noch. den Werkzeugkasten, genau.